Herzlich willkommen bei deiner heutigen Yin-Yoga-Einheit. Und diese Einheit ist eine herzöffnende Einheit, die vor allem für mehr Selbstliebe steht und die wir immer dann nutzen können, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns was Gutes tun und wir brauchen jetzt einfach so diese extra Portion Selbstliebe. Und den ersten Schritt zur Selbstliebe, den hast du damit getätigt, dass du dieses Video angeklickt hast. Du hast dich intuitiv schon dazu entschieden, hier zu sein, dir etwas Gutes zu tun, die Zeit für dich zu nehmen und für dich da zu sein. Und schätze auch das, schätze auch diesen Schritt und nimm auch diesen Schritt als unglaubliches Geschenk dir gegenüber wahr. Wir brauchen für diese Einheit einfach gemütliche Kleidung. Das muss keine Yoga-Kleidung sein. Du kannst im Pyjama hier sein, du kannst in deiner Jogginghose hier sein. Mach es dir einfach so gemütlich, wie es nur geht. Wenn du hast, dann wäre es super, wenn du eine Decke schon zur Seite legst. Wenn du einen Yoga-Bolster hast, dann wäre der auch gut. Falls du so einen Yoga-Bolster nicht hast, kannst du auch ganz einfach normale Kissen und Polster nehmen. Leg dir vielleicht schon ein, zwei parat. Und wenn du Blöcke hast, nimm dir auch ein, zwei Yoga-Blöcke für diese Einheit schon zu deiner Matte. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserer Self-Love-Yin-Yoga-Einheit. Komm in einen Schneidersitz und mach's dir hier mal gemütlich. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht so wirklich mit geradem Rücken im Schneidersitz sitzen, dann kannst du auch super gerne schon deine Decke nehmen oder ein Polster und den hier unter dein Gesäß geben. Dadurch kippt deine Hüfte leicht nach vorne und es fällt dir leichter, einen geraden Rücken zu haben. Dann schließ hier mal deine Augen. Mach's dir gemütlich. Lass deine Schultern ganz entspannt und natürlich nach unten fallen. Senk den Blick leicht. Und dann leg hier bewusst schon deine Hände auf dein Herz. Und spür einfach mal hin. Spür zu deiner Atmung, dein Herzschlag. Wie mit jeder Einatmung sich dein Brustkorb hebt und wie es sich mit jeder Ausatmung wieder senkt. Und es ist ganz egal, was in deinem Leben gerade passiert, welche Emotionen du gerade fühlst, welche Erlebnisse du gerade durchmachst. Dein Körper ist immer für dich da. Dein Herz schlägt weiter. Es schlägt ständig, unaufhaltsam. Dein Atem fließt und versorgt dich mit Lebensenergie, mit Sauerstoff. Beide gemeinsam, sie halten dich am Leben. Sie sorgen dafür, dass du lieben kannst und geliebt wirst. Sie sorgen dafür, dass du dieses Geschenk des Lebens spüren und erleben kannst. Und dann nimm hier kurz mal einen Augenblick Zeit, um hier hinzuspüren, um dir auch selbst hier diese Berührung zu schenken, dieses Bewusstsein zu geben. Mit diesem Bewusstsein und dieser Präsenz in deinem Körper würde ich dich einladen, dir jetzt etwas auszusuchen und etwas zu denken an deinem Körper, das du besonders gerne magst. Vielleicht sind es deine Augen, vielleicht sind es deine Füße, vielleicht deine Haare, dein Lächeln, die Umarmungen, die du geben kannst. Ganz egal, ganz intuitiv. Und dann bedank dich mal bei dir.
ich schätze an mir. Öffne hier langsam deine Augen, lass deine Hände los. Bring sie auf deine Knie. Mit der nächsten Einatmung kreis hier mal nach vorne. Und ganz intuitiv mach hier einfach mal Kreise mit deinem Körper. Kreise über die eine Seite nach vorne. Vielleicht möchtest du ja auch in ein Hohlkreuz kommen. Vielleicht möchtest du, wenn du hinten bist, deinen Kopf zu deiner Brust ziehen, einen leicht runden Rücken einnehmen. Beweg dich hier ganz intuitiv zuerst in die eine und dann in die andere Richtung. Und hinterfrag hier nicht zu viel, ganz egal wie groß die Kreise, wie klein die Kreise, wie schnell, wie langsam. Mach hier, was sich für dich gut anfühlt. Vielleicht möchtest du ja keine Kreise, sondern kleine Achten machen. Auch das ist ganz in Ordnung. Und egal, wo du bist, komm wieder zurück zur Mitte. Leg deine Hände rechts und links seitlich auf die Matte. Und mit der nächsten Einatmung zieh deine Hände nach oben. Ausatmen, dreh dich nach rechts auf. Und schau nach hinten. Schließ hier gern mal deine Augen. Wir bleiben hier kurz in dieser Drehung. Lass deine Atmung ganz natürlich kommen und gehen. Einatmen, zieh deine Hände nach oben. Ausatmen, dreh dich nach links. Und auch hier bleiben wir kurz in dieser Drehung. Schließ deine Augen. Und dreh dich ganz sanft, vielleicht ein Stückchen tiefer. Komm wieder zurück zur Mitte. Wenn du auf deiner Decke sitzt, dann gib sie auf die Seite. Und komm nach vorne in einen Vierfüßlerstand. Richte dich hier gut ein. Vielleicht, wenn das dir für dich manchmal nicht so angenehm ist, länger auf deinen Knien zu sein, kannst du auch gerne deine Decke nehmen und sie schon hier unter deine Knie legen. Und dann richte dich hier gut in deinem Vierfüßlerstand ein. Zieh mit deiner Einatmung deine rechte Hand nach oben. Dreh dich nach rechts auf. Und mit der Ausatmung fädelst du sie unten durch. Du legst deine rechte Schulter, deine rechte Schläfe auf der Matte ab. Wenn du möchtest, kannst du mit deiner linken Hand hier gerne nach vorne gehen, um noch eine tiefere Öffnung deiner Schultern einzuleiten. Und dann mach es dir hier gemütlich. So gemütlich, wie du es dir in unangenehmen Posen machen kannst. Und beim Yin-Yoga geht es genau darum, dass wir Comfort in die Uncomfortable finden. Dass wir einfach mal Stille begegnen. Dass wir einfach mal länger in einer Position bleiben. Auch wenn es unser Körper, unser Kopf uns schon sagen, hey, langsam wird es Zeit, hier rauszugehen. Schließ einfach deine Augen und lass dich von deiner Atmung treiben. Und dann komm langsam wieder zurück. Bring deine linke Hand neben dein Gesicht. Dreh dich wieder zur Mitte auf. Komm in deinen Vierfüßlerstand.
Richte dich hier wieder gut ein. Und dann zieh deine linke Hand nach oben. Dreh dich nach links auf. Ausatmen, fädle unter deiner rechten Hand durch. Und leg deine linke Schulter auf der Matte ab. Zieh die rechte Hand nach vorne. Und dann schließ auch hier deine Augen. Und finde eine Variation dieser Position, die sich für dich hier gut anfühlt. Wir versuchen hierbei in einer Version zu sein, in der wir zwar die Dehnung, die Öffnung spüren, die uns aber nicht schmerzt. Und wenn du Schmerzen spürst, dann geh einen Schritt zurück, bring vielleicht deine Hand wieder neben dein Gesicht oder komm in eine Child's Pose. Alle anderen bleiben einfach mal hier, schließen die Augen. Versuchen mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr Anspannung loszulassen. Bring deine Hand wieder neben dein Gesicht. Komm zurück zur Mitte in deinen Vierfüßlerstand. Setz dich mal nach hinten auf deine Fersen. Gib die Decke auf die Seite. Und komm jetzt nach vorne in eine Bauchlage. In deiner Bauchlage bring deine Ellbogen unter deine Schultern. Bring deine Hände fest in die Matte. Und spreiz hier deine Fingerspitzen. Wir kommen hier in eine Sphinx-Pose. Schließ hier gern mal deine Augen. Deine Füße sind einfach ausgestreckt nach hinten. Und dann entspann hier auch deine Schultern. Sink hier gerne tief in die Position. Schau gern nach vorne, die Augen sind geschlossen. Achtung, wenn es sich für dich und deinen Nacken gut anfühlt, dann kannst du hier den Kopf auch leicht nach vorne fallen lassen. Da sich das aber für viele Menschen und ihren Nacken nicht so gut anfühlt, lade ich alle anderen wie mich auch dazu ein, einfach den Kopf ganz entspannt nach vorne schauen zu lassen. Und auch hier, versuch mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr Anspannung loszulassen. Ein Stückchen tiefer in deine Schultern zu sinken. Und die Dehnung in deinem Rücken zu spüren. Nimm auch hier ein paar tiefe, lange Atemzüge. Und wenn du möchtest, dann lade ich dich dazu ein, hier nochmal zum Thema Selbstliebe zurückzukehren und an eine Charaktereigenschaft zu denken, die du an dir besonders magst. Und auch hier gibt es keine Limitationen. Vielleicht ist es, dass du eine gute Freundin bist, dein Humor, dein Mut, deine Ausdauer. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Denn jede Antwort ist so individuell, wie du es bist. Und jede Antwort, die dir gerade einfällt, ist genau richtig. Mit der nächsten Einatmung richte dich nochmal hoch. Und mit der Ausatmung gib deine Hände zur Seite und leg dich mal auf der Matte ab. Leg gern deinen Kopf einfach auf die Matte und spür hier nach. Einatmen, schau gern wieder nach vorne. Für unsere nächste Pose lade ich euch dazu ein, dass ihr einen Block oder einen Polster schon vor euch hinlegt. Wir bleiben in der Bauchlage.
Und zwar legt ihn einfach mittig eurer Matte vor euch hin, so dass ihr dann später euren Kopf, eure Stirn darauf ablegen könnt. Und was wir jetzt machen ist, wir kommen wieder auf unsere Ellbogen und wir fädeln einmal unsere rechte Hand unter unserer linken durch. Und wenn du möchtest, kannst du schon hier bleiben, deinen Kopf auf deinem Polster ablegen. Wenn du hier mehr möchtest, kannst du deine linke Hand vor deiner rechten auf die rechte Seite durchfädeln. Das heißt, wir haben unsere Hände jetzt, unsere Schultern sogar, vor unserer Brust verkreuzt und legen hier unseren Kopf auf unserem Polster ab. Und dann schau mal, vielleicht kannst du hier ja mit deinen Händen noch ein Stückchen mehr nach außen gehen. Für diese sehr intensive Schulterdehnung. Schließe deine Augen. Und lass einfach los. Wenn du das Gefühl hast, dass du den Polster nicht. Das ist von uns aber am Kinn etwas unangenehm. Dein Kopf. Zieh deine Schultern wieder zurück zur Mitte. Und dann leg auch hier gern mal einfach deinen Kopf auf der Matte ab. Leg deine Hände seitlich deines Körpers ab. Spür hier nach. Und dann komm wieder zur Mitte. Ich zeige euch jetzt die Variante mit dem Block. Komm wieder in deine Sphinx-Pose, so wie wir vorhin waren. Und dann wechseln wir jetzt die Seiten. Das heißt, wir ziehen jetzt die gegenüberliegende Hand zuerst durch. Das heißt, wir ziehen jetzt zuerst die linke Hand unter der rechten durch. So dass wir quasi die andere Schulter jetzt vorne haben. Du kannst auch deinen Kopf hier gerne auf den Block ablegen. Der nächsten Einatmung, komm wieder zurück zur Mitte. Gib dein Polster und dein Block auf die Seite und leg dich hier auf deinen Bauch ab. Streck deinen rechten Arm zur Seite aus und zwar circa auf der Höhe unserer Schulter. Leg deinen Kopf auf deine rechte Schläfe und Achtung, stell deine linke Hand neben deiner Brust auf. Wir drehen uns jetzt auf die rechte Seite über. Du kannst dazu gern deinen linken Fuß aufstellen, damit du dich hier leichter drüber drehen kannst. Wenn du möchtest, kannst du hier so bleiben, deine linke Hand aufgestellt lassen. Wenn du möchtest, und für manche fühlt sich das gut an, kannst du deine linke Hand nach vorne ziehen. Vielleicht möchtest du sie einfach auf deinem Oberkörper ablegen. Vielleicht möchtest du sie auch nach hinten zu deiner anderen Hand legen. Und es ist ein sehr, sehr intensiver Stretch, eine intensive Dehnung unserer Schultern, die für jeden von uns anders aussieht. Schließ hier einfach mal deine Augen.
und entspann dich. Selbstliebe hat auch was damit zu tun, auf unseren Körper zu hören und auch mal langsamer zu treten, auch mal Fokus auf Entspannung zu legen und nicht immer nur Vollgas zu geben, sondern auch in anderer Form und Weise für uns da zu sein. Dreh dich wieder zurück zur Mitte. Achtung, ganz sanft und behutsam. Und dann streck deine linke Hand seitlich deines Körpers aus. Leg deinen Kopf auf deine linke Schläfe. Stell deine rechte Hand neben deiner Brust auf und dreh dich jetzt auf die andere Seite, über deine andere Schulter. Und nimm hier auch mal ganz bewusst wahr, wie die Unterschiede zwischen den zwei Seiten so sind. Vielleicht merkst du gar keinen Unterschied. Vielleicht geht es auf einer Seite super easy und auf der anderen eher schwierig. Bewerte das nicht, das ist beides genauso richtig, so wie es ist. Die eine Seite ist nicht besser als die andere. Und es ist gut, so wie es ist. Du bist gut, so wie du bist. Dreh dich wieder zurück zur Mitte. Achtung, auch hier ganz behutsam, ganz sanft. Und von hier kommen wir wieder nach oben in unseren Vierfüßlerstand. Setz dich gern mal nach hinten auf deine Fersen. Und wenn du vorhin eine Decke bei deinen Knien verwendet hast, dann verwende sie auch jetzt gerne wieder. Leg sie so dick oder so dünn aus, wie du sie brauchst. Und wenn du zwei Blöcke hast, dann leg diese zwei Blöcke gerne circa schulterbreit vor dir auf. Von hier kommen wir in unsere Puppy Pose. Einige von uns kennen die vielleicht schon. Du kannst in die Puppy Pose kommen, indem du einfach deine Hände auf die Blöcke legst, deinen Oberkörper nach unten absinken lässt. Dein Gesäß bleibt oben. Du kannst hier gerne auf deiner Stirn ablegen, auf deinem Kinn oder auf deiner Brust. Für einige von uns ist diese Version nicht so leicht zugänglich. Du kannst deshalb auch einfach deine Blöcke näher an dich ranbringen, deine Ellbogen darauf ablegen und von hier in diese Position sinken. Bring deine Hände in eine Prayer-Position oder so eine kleine Shark Fin, eine Haiflosse über deinen Kopf und leg hier deinen Kopf auf deiner Stirn ab. Vielleicht fühlt sich das für dich extrem intensiv an, dann kannst du auch gerne ohne diese Blöcke in diese Position kommen. Dir vielleicht ein Polster nehmen, den Polster unter deiner Brust ablegen und so in deine Puppy Pose kommen. Du kannst deinen Kopf darauf ablegen, du kannst aber auch deinen Oberkörper auf diesem Polster ablegen. Ganz egal, für welche Version du dich hier entscheidest, spür mal in dich hinein. Vielleicht möchtest du aber auch ganz klassisch, ohne irgendwelche Props, in deinen Babyhund kommen.
Nimm hier noch ein paar tiefe, nährende Atemzüge. Deine Version. Mit der nächsten Einatmung komm wieder zurück nach oben. Geh mit deinen Händen zu deinen Knien. Bring deine Knie circa mattenbreit und setz dich nach hinten ab. Komm in deine ausgleichende Child's Pose. Leg deine Hände hier gerne nach hinten ab. Greif oder leg die Hände auf deine Füße. Und dann nimm hier noch ein paar nährende, tiefe Atemzüge. Bleib so lange du möchtest. Und beende deine Praxis an einem Punkt, der sich für dich gut anfühlt. Namaste.